Als Jugendlicher, da hat man sich noch was getraut. Verrückte Dinge gemacht. Nachts ins Freibad eingebrochen. Oder sich irgendwo reingeschmuggelt, ohne zu bezahlen. Heute machen wir das nicht mehr, weil wir denken, klappt ja eh nicht. Doch das stimmt nicht. Reinschmuggeln funktioniert. Es braucht nur die richtigen Methoden. Internetvideos zeigen, dass eine einfache Leiter schon reicht, um sich irgendwo reinzuschmuggeln. Wir wollen heute das aufregende Gefühl des Reinschmuggelns wieder aufleben lassen. Als Service für Sie zu Hause, damit Sie wissen, welche Methoden funktionieren. Ich kann das natürlich nicht selber machen, weil ich einer der bekanntesten Fernsehstars Deutschlands bin. Aber ich habe sehr viele Redakteure, die ich da ja hinschicken kann. Ja, ich habe mir Unterstützung aus der Redaktion geholt. Hallo. Na, Jakob, ja. Du bist der Erste, der jetzt heute mal meine Reinschmuggeltechnik ausprobiert, hier am Zoo. Wenn diese Schreckgespenster es schaffen, sich irgendwo reinzuschmuggeln, dann schaffen Sie das auch, liebe Zuschauer. Warst du schon mal im Zoo hier? Ich war schon sehr oft im Zoo. Was sind deine Lieblingstiere hier in dem Zoo? Biber. Biber, okay. Ja, Jakob musste sich dann erstmal dafür umziehen. Darf ich kurz fragen, warum ich mich anziehen sollte wie 2004, als ich noch in den Indie-Club wollte? Die Sachen mussten billig sein, weil wir die zweimal nicht brauchen. Zugehen. Den brauchen wir zweimal, denn wir haben noch einen. Nämlich Max, der genauso angezogen ist wie du. Guten Tag. Wir machen jetzt nämlich die sogenannte Zwillingsmethode. Zwillingstaktik bedeutet, wir haben nur ein Ticket, möchten aber zwei Leute reinschummeln. Ich gebe jetzt dir, Jakob, ein Ticket, ne? Ja. Dann gehst du mit dem Ticket rein ins Zoo. Und dann drehst du aber noch mal um und sagst zu dem Typen, ich muss mal was aus dem Auto holen. Sie wissen ja, wie ich aussehe, ne? Der Typ sagt ja, alles klar, ich habe mir sie gemerkt. Dann geht Jakob weg mit dem Ticket in der Hand. Und dann kommt aber Max und sagt, so, da bin ich wieder, ich war jetzt am Auto. Und wenn Max drin ist, kommst du dann mit dem Ticket wieder und sagst, du willst gerne rein und du hast ja auch ein Ticket. Und zack, sind beide drin. Gut, was? So, Jakob, dann leg mal los, dann geh mal rein. Ist ja ganz einfach. Okay. Hallöchen. Heute noch so. Ja, ich mache eine schnelle Runde. Jakob als erstes rein, zeigt sein Ticket. Danke. So, jetzt muss dir das einfallen. Ach du Kacke. Jetzt fällt mir nur gerade ein. Ich müsste einmal kurz noch gucken, ob das Auto zu ist. Ja, können Sie sich das merken? Grüne Jacke, ja. Mütze. Ich bin gleich wieder da, ja? Ich mach nur eben zu. Du musst dich jetzt verstecken. Sieht man mich hier hinterm Baum? Ja, ich sehe dich, aber der wohl nicht. Okay. Und dann kam Max. Es war die perfekte Illusion. Und dann sagst du, ja, Auto ist jetzt zu. Ich gehe jetzt noch mal ganz schnell mal eben für 25 Minuten hier rein, ne? Ja. So, Auto ist zu. Gehe ich noch mal kurz rein für 20 Minuten. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Und er ist dann direkt reingekommen. Ich meine. So, Jakob hinterher, Max ist drin. Max, du musst dich verstecken irgendwo, ja? Du musst weg jetzt, ja? Jo. Jakob, jetzt geht's los, Max ist drin, du kommst mit dem Ticket einfach. Und dann denke ich mir, was macht er denn jetzt? Soll ich dich die Jacke noch verstecken? Ja, jetzt mach doch nicht so ein Theater da. Das ist doch total auffällig, was du da machst. Fängt er dann an, sich umzuziehen, 2 Meter neben dem Wärter. Ich will doch nur, dass es klappt. Es klappt, wenn du da nicht so ein Theater machst. Das Ticket? Ja, danke. Ups, da war der da einfach drin. Ihr seid beide drin, oder? Ja. Wie einfach ist das? Das ging ja super. Wir sind im Zoo. Der Zwillingstrick ist sehr gut. Ja, super, wunderbar. Dann viel Spaß im Zoo noch, ja? Danke. Wir müssen weiter. Die nächste Station war Holiday on Ice. Und dafür habe ich mir was sehr Spezielles überlegt. Das ist Rauli. Dich kennt man ja bereits, nicht? Okay. Ist eigentlich sehr einfach. Man zieht sich ein Maskottchenkostüm an und geht einfach rein. Maskottchen sind super süß, die mag jeder gerne. Und das ist auch logisch, dass so ein Maskottchen kein Ticket hat. Hast du mal gesehen, wie ein Maskottchen mit einem Ticket irgendwo hingeht? Habe ich nicht. Aber Maskottchen alleine wirken immer so ein bisschen verloren. Deswegen habe ich noch Schlossi, komm mal bitte, und das Fragezeichen noch zur Unterstützung mitgebracht. Ich sehe nichts. Ihr geht jetzt da mal rein und sagt, dass ihr da einen Job habt und dass ihr jetzt sofort da rein müsst. Und wir gucken mal, ob das klappt, okay? So, guck mal, dann ziehst du jetzt auch nicht mehr so ein Gesicht. Guck mal, und zack, sieht er super fröhlich aus. So, Leute, es geht los. Ja. Waren jetzt nicht die Avengers. Was eine Scheiße, ey. Es war ein super einfacher Plan. Zur Tür gehen, sagen, hallo, ich arbeite heute hier, reingehen, fertig. Hallo. Ich bin das Maskottchen für heute. Bitte was? Maskottchen? Ihr müsst hier mal eben rein, bitte. Ja, ich müsste mal hier eben rein, bitte. Dann müssen wir jetzt hier rein? Ja. Ja, und dann ging das auch recht schnell. Die wurden direkt reingebeten. Was soll ich da machen? Die Leute glücklich.
die Leute glücklich. Rede glücklich. Warte mal. Das hier. Es waren richtige Profis und die haben sich durch Raulis Niedlichkeit nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir gehen mal kurz raus und klären das. Aber auf einmal geht Rauli da in seinem Wahn raus und fängt da an, da rumzudiskutieren. Warum gehst du raus? Hast du nicht gesagt, ich soll rausgehen? Nein, du sollst drin bleiben. Du sollst in den Zuschauerraum, das geht gleich los. Aber ich hab gedacht... Du willst doch die Show sehen. Das ist doch nur ein Trick. Ich will diese Show nicht sehen. Ich habe nie behauptet... Hat da rumkrakeelt, ein Gekeife, ein hysterisches. Dass ich diese Show sehen will. Das habe ich nie gesagt. Jetzt hör wieder auf zu diskutieren. Auch nicht. Daniel, hörst du jetzt auf zu... Wann habe ich gesagt, dass ich zu Holiday und Eis ins Tempodrom will? Als Bär. Ja, okay. Aber wir wollen doch wissen, ob du es schaffst bis in den Zuschauerraum. Das ist doch der Test. Und nochmal für alle zum Mitschreiben. Rauli liebt Holiday on Ice. Geh mal wieder rein, unterstütz mal Schlossi. Okay. Ich gehöre zu denen. Wir würden gerne Holiday on Ice sehen. Nee, aber nicht einfach nur, wenn man sich einen Panda-Anzug anzieht, ne? Ich muss euch leider rausschmeißen. Ach, rausschmeißen? So. Wir sind aufgeflogen. Die haben die Kameras entdeckt. Ich hab mir mit der Kamera von öfter. Was habt ihr von Öster mit der Kamera hier? Und haben uns dann deutlich gesagt, dass wir jetzt gehen sollen. Den kannst du hier recken oder recken. Haben sie euch erwischt? Ja. Danke. Was ein Aufwand. Tja. Hat also nicht geklappt. Holiday on Ice hat uns mit dieser einfachen, aber wie ich fand, cleveren Methode nicht reingelassen. Ich seh nichts mehr. Ja, und dann sind wir weitergefahren zur Mercedes-Benz-Arena. Da war ein Basketballspiel. Da haben wir jetzt unseren Kollegen Basti hier mal herbestellt. Komm mal eben. Guck mal, Basti hat so eine gelbe Jacke an, die heißt eigentlich nur Arbeit. Du bist ein Vermesser. Basti sollte sich an der Sicherheitsschranke vorbei in die Halle reinmessen. Komm, hier was vermessen in der Halle. So. Was ist da heute überhaupt? Alba Berlin. Die spielen gegen Barcelona Basketball. Ah ja, das ist die Sicherheit, die wahrscheinlich auch nicht so wichtig da. Ja, die Sicherheitsvorkehrungen bei so einem großen Event, die sind natürlich enorm. Es soll aber auch eine Herausforderung sein, jetzt irgendwie auf die Kosmetikmesse zu schleichen. Ja, das kann ja jeder. Da, genau. Und jetzt nimm mal deinen Stifter und markier mal irgendwas da auf dem Boden. Mach mal so ein Kreuz dahin und schreib mal eine 24 da dran. Mach mal ein Kreuz. Jetzt vermisst du mal so einen Meter. Und dann kam da auch direkt so ein Mitarbeiter vom Sicherheitsteam. Und der hat Basti dann dabei beobachtet. Ich habe ihm da irgendwelche Zahlen einsuffliert. So, 1,24. 1,24. Jo. Und dann ist der einfach wieder weggegangen. So, jetzt geh mal da vorbei und verschaff dir mal ein bisschen Platz am Eingang. Können Sie bitte einmal zur Seite? Genau. Ja. Ich will kurz was vermessen. Danke. Und dann ging das ganz schnell. Gut, und jetzt misst du da mal ein bisschen auf dem Boden, bis du reingehst. Lauf einfach rein mit deiner Jacke da und vermisst dabei was. Er ist an den Leuten vorbei, hat dann wirklich noch ganz kurz irgendwas vermessen. Ja. Und hat sich in die Halle reingemessen. Der ist am Metalldetektor vorbei. So, notier das Ganze. Ja. Und geh weiter rein. Und Basti war drin. Er ist drin. So, du bist drin, mein Freund. Ich bin drin, ja. Ja, krass. Das hat geklappt. Jetzt hat geklappt einfach durch. Die Jacke hat gereicht. Also hat geklappt. Alles, was man braucht, ist so ein Mann, der aussieht wie ein Vermessungstechniker. So wie einer, der nichts mehr vom Leben erwartet. So einer wie Basti. Wie hat das so leicht geklappt? Das ist ja verrückt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Du musst ja gar nichts vermessen. Du kannst ja einfach so da. Das ist dein. Du hast ein perfektes Arbeitergesicht und dazu diese Jacke. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Warum bist du wieder rausgegangen? Ich will nach Hause. Eigentlich wollte ich vom Büro direkt nach Hause. Das war eigentlich mein eigentlicher Plan. Ich wollte nicht die Jacke anziehen und mich da nicht reinschmuggeln und potenziell getackelt werden von Securities. Für die nächste Aktion hatten wir den großen Vorteil, dass der großartige André Rieu persönlich zugesagt hat. Ja. Irre. Du bist André Rieu, du bist die Managerin, jetzt geht ihr einfach rein und wollt schon mal ein bisschen die Akustik checken, schon mal ein bisschen die Dings hier, die Garderoben irgendwie. Dazu muss man wissen, am nächsten Tag sollte André Rieu tatsächlich in der Mercedes-Benz-Arena auftreten. Komm, viel Bums, los geht's. Mir geht's so die Düse, ey.
Du musst nicht die Düse gehen, du bist ein weltbekannter Geigerino. Max hat ein bisschen einfacheren Job, der sollte immer nur sagen André Rieu. Üb das mal ein bisschen, André Rieu. André Rieu. André Rieu. André Rieu. André Rieu. Ja, ich habe sie dann da zur Tür gelotst. Entschuldigung, wir sind hier angemeldet. Ja, aber sie kam nicht rein. Da ist gerade ein Basketballspiel. Das, ja, aber er checkt die Akustik. Aber der Herr Rieu checkt die Akustik hier drin. Ja. Und das ist angemeldet, das wissen wir. Ja, das ist eine geschlossene Tür. Haben Sie gerade das Piepen? Das ist der Alarm. Haben die da einen Aufstand gemacht? Also peinlich hoch 10. Der Herr Rieu friert. Beim Haupteingang kommt man mit Ticket rein. Ja, aber wir haben natürlich kein Ticket. Wir wollen jetzt nicht zum Basketball spielen. Das ist ja der Walzerkönig. Das ist der Walzerkönig. Also Sie, wir haben natürlich. André Rieu. Da muss ich Sie bitten. Merkt. Merkt. Wirklich. Tumultartige Szenen haben sich da abgespielt. Das ist albern. Ich finde Sie auch albern. Ich finde Sie auch albern. Es ist klar, dass er hier die Akustik checken darf. Es ist angemeldet. Das geht doch gar nicht. Da drin ist albern. Da ist Basketball. Die muss man da richtig bearbeiten, da, damit die mal begreifen, welche Dimension von Weltstar die da gerade nach Hause schicken. Das ist André Rieu. André Rieu. Und er geht immer daran, wo die Eins steht. Weil er auch die Eins ist nämlich. Er ist nämlich die Eins. Er ist die Eins. Er geht nur in die Eins. Aber auch bestes Französisch hat da nicht geholfen. André. André, André, kommst du? Je m'appelle Raclette. Je m'appelle Raclette. Ja, dann müssen Sie kurz warten, bis die Managerin kommt. Hier okay, alles klar. Haben die einfach die Tür wieder zugemacht? Klar, die holen jetzt die Managerin und ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen. Ja, die sollte ja den Herrn Rieu wohl erkennen. Ja. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich bin die Managerin von André Rieu. Hallo. Ich bin die Managerin von André Rieu. Das ist André Rieu. Das ist André Rieu. Der spielt hier morgen. Der spielt hier morgen. Wir gehen dann mal erstmal über den PA, dann holen wir einen Eventmanager dazu. Mhm. Da hieß es dann irgendwann, ja, jetzt kommt man mit rüber zu einem weiteren Eingang. Und da war ja dann klar, dass jetzt hier so hart überprüft wird. Und dieser Überprüfung konnten wir ja natürlich nicht statthalten. Das hat nicht geklappt. Also gab es nur noch eine Möglichkeit, Flucht. So, jetzt einfach, jetzt dreht er einfach ab. Schnappt ihr André Rieu und rechts und weg. Und weg, und weg. Und ganz schnell. Rechts. Auf und davon. Ja, aber sind wir abgewiesen worden. Ihr konntet ja nicht mehr sehen, wie lustig der Typ geguckt hat, als er abgehauen sei. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Weil wir dieses alte, aufgeregte Gefühl noch mal spüren wollten, wie es war, wenn man sich früher irgendwo reingeschmuggelt hat. Und man schafft es. Man kriegt dasselbe aufgeregte Gefühl. Aber natürlich haben wir eine Karte gekauft, weil wenn man keine Karte hat, ist das Ganze illegal. Am Ende lohnt es sich natürlich, ein Ticket zu kaufen. Gerade in diesen Zeiten. Wenn noch mal irgendwas stattfindet, kauft um Gottes Willen Tickets. Bussi, Bussi, euer Klaas.